Was hat Luftnot mit Herzschwäche zu tun? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Ihnen beim Spazierengehen ab und zu die Luft ausgeht, dann kann es sich um eine vorübergehende Konditionsschwäche handeln. Es könnte aber auch um eine Herzschwäche gehen. Gerade bei älteren Menschen ist dies häufiger der Fall. Und wir sprechen jetzt über mögliche Therapien. Bei mir ist Privatdozent Dr. Tobias Schmidt. Er ist Chefarzt der Kardiologie am Asklepios Westklinikum in Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich frage mich, was hat das Herz mit Luftholen zu tun? Ja, also vielleicht fangen wir einmal kurz damit an, um das zu verstehen. Das Herz und die Lunge, die arbeiten ja zusammen. Luftnot ist häufig ein Symptom, was für Patienten mit Lungenerkrankungen, mit Herzerkrankungen vorkommen kann. Wenn wir uns auf das Herz fokussieren, ist es so, dass das Blut aus dem gesamten Körper über die untere Hohlvene und über die obere Hohlvene erstmal zurück in einen Teil des Herzens fließt, nämlich den rechten Vorhof, geht von da aus in die rechte Kammer, dann über die Lunge und kommt dann wieder zurück, nämlich hierhin in den linken Vorhof, in die linke Herzkammer und wird dann wieder durch die Pumpe des Herzens in den ganzen Körper eingebracht. Und was wir haben noch am Herzen, sind einzelne Herzklappen, die als Ventile fungieren, damit das Blut in die richtige Richtung fließt. Und nicht wieder zurückläuft. Korrekt. Und wenn wir über Luftnot sprechen, ist es in den allermeisten Fällen so, dass das Blut nicht in die richtige Richtung fließt, sondern zurückfließt, nämlich aus der linken Herzkammer zurück über die Mitralklappe, über den linken Vorhof bis in die Lunge. Und dort bekommen wir die Luftnot, die unsere Patienten dann meistens schildern. Aha, das heißt also, sind Sie denn dann ganz sicher, dass es nicht doch irgendwie von der Lunge kommt? Sicher können wir uns nie sein, aber deswegen ist es immer so wichtig, dass wir eine genaue Diagnostik machen. Zur genauen Diagnostik gehören sowohl kardiale als auch pulmonologische Untersuchungen dazu. Das ist eine Lungenfunktionsuntersuchung, um die Lunge zu testen, aber auch vor allen Dingen in der Kardiologie das Herzultraschall, das was von außen und von innen gemacht werden kann. Einerseits, um die Pumpleistung des Herzens zu untersuchen, allerdings auch, und gerade mit dem Schluckultraschall, um die Herzklappen zu untersuchen. Diese zwei Basissachen gibt es in der Kardiologie, die extrem wichtig sind. Dann haben wir natürlich immer noch das EKG, was uns hilft, und auch weitere Untersuchungen, die dann, wenn wir irgendwelche Auffälligkeiten sehen, notwendig werden. Und was wäre dann theoretisch, was hätte es denn sein können von der Lunge her? Ja, bei der Lunge gibt es ja viele Erkrankungen. Die häufigste ist einerseits die COPD oder das Asthma, was relativ häufig vorkommt, abhängig vom Alter, mal alt, mal junge Patienten, oder die Lungenfibrose, die dann allerdings auch meistens über ein Stethoskop, was ein Arzt hoffentlich auch häufig benutzen sollte, auszukultieren ist. Das heißt, man kann also das abhorchen, mit dem Stethoskop auf der Lunge horchen. Und wenn das alles nicht so der Fall ist und nicht so passt, auch die Anamnese, Raucher haben häufig eine COPD, nicht so passt, dann muss man auch das Herz mit anschauen. Ja, Herzschwäche. Da gibt es, glaube ich, nicht nur einen Grund, warum das Herz es nicht richtig hinkriegt, was es tun soll. Ne? Ja, vollkommen richtig. Die Herzschwäche ist ehrlicherweise sozusagen die Erkrankung, die zentrale Erkrankung in der Kardiologie. Die kann durch fast jede Unstimmigkeit des Herzens ausgelöst werden. Also das Herz funktioniert ja wie ein Motor, das Herz pumpt und hat sozusagen auch seinen elektrischen Antrieb über den Herzrhythmus. Und wenn da irgendwas nicht im Gleichgewicht ist, dann pumpt das Herz nicht gut. Entweder ist das Herz zu steif, wir nennen das eine Herzschwäche durch einen zu steifen Ventrikel, eine HEF-PEF, eine mit erhaltener Pumpfunktion. Das erkennt man im Herzultraschall nur, wenn man genauer hinschaut. Oder, das ist die häufigste Sache, die wir dann immer, wenn wir von Herzschwäche sprechen, dass die linke Herzkammer einfach schwach geworden ist. Das heißt, die schafft nicht mehr so gut zu pumpen und den Körper mit Blut zu versorgen. Und dann gibt es noch sicherlich auch das Problem irgendwie mit den Klappen, oder? Genau. Also einerseits können natürlich die Herzklappen ein Problem darstellen. Das heißt, das Herz pumpt, aber wie ich es hier gezeigt habe, ich gehe vielleicht nochmal drauf. Hier ist die linke Herzkammer, hier ist die Aortenklappe und hier ist die Mitralklappe. Und diese beiden sind genau
dafür da, dass das Blut von oben nach unten und dann wieder in die richtige Richtung rausfließt. Ja. Das heißt, haben wir ein Problem an dieser Klappe, kommt das Blut nicht richtig raus. Ja. Haben wir ein Problem an dieser Klappe, fließt es in die falsche Richtung. Ja. Ja? Das sind häufig die häufigsten Herzfehler, die wir sehen, die Aortenklappenstenose, die Mitralklappeninsuffizienz. Das sind Erkrankungen, die dann auftreten, die entweder zu einer Herzschwäche führen, wenn das Blut nicht richtig rausgepumpt werden kann, dann wird das Herz einerseits steifer oder schwach. Oder wenn das Herz schwach geworden ist, zieht es halt an diesen kleinen, man sieht das hier ganz gut, das sind solche Sehnenfäden und Muskeln. Wenn die so nach unten gezogen werden, dann bleiben die nicht an der richtigen Stelle und dann funktioniert das Ventil nicht mehr. Und diese Steifigkeit des Herzmuskels, wie passiert das? Ja, es gibt auch hier unterschiedliche Ursachen. Es gibt solche Art Kardiomyopathien, das heißt, es gibt Umbauvorgänge in dem Herzmuskel, die dazu führen, dass das Herz steif wird. Das ist eine der Ursachen. Die andere, und die ist eigentlich eine der häufigsten Ursachen, ist der Bluthochdruck. Ah, ja. Ja, die meisten Patienten haben einen Bluthochdruck und wenn das Herz sozusagen immer mit einem sehr hohen Blutdruck, unser normaler Blutdruck sollte 120 zu 80 sein, wenn das Herz mit einem Blutdruck von 180 pumpt die ganze Zeit und wir das gar nicht wissen, dann muss das Herz, das ist ein Muskel und das ist wie im Fitnessstudio, wenn man Gewichte stemmt, werden Muskeln dicker und genauso passiert das auch bei unserem Herzmuskel. Ja. Nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie Sie helfen können. Ich habe mir die einfach notiert, weil das so viele sind und ich wüsste einfach gerne, wer wovon profitiert. Also, ich habe gehört, Medikamente, das wäre das Einfachste. Da braucht man sie ja fast gar nicht. Korrekt, das ist das Einfachste. Man braucht vielleicht den Kardiologen doch schon mal, und zwar an dem Punkt, dass wir genau untersuchen müssen, was ist die Ursache dafür. Denn wenn wir einen Umbauvorgang im Herzmuskel haben und stellen den Blutdruck ein, hilft es diesem Herzen nicht. Ja. Wenn wir einen Bluthochdruck haben und stellen den Bluthochdruck ein, dann hilft es aber dem Herzen. Ja. Das heißt, wir müssen genau untersuchen, und zwar einerseits Herzultraschall, da können wir auch bestimmte Messungen machen, plus zum Beispiel den Bluthochdruck messen, also den Blutdruck messen und einen Langzeitblutdruck messen, um zu gucken, hat man eigentlich den ganzen Tag einen hohen Blutdruck. Oder auch mit dem Herzultraschall Herzklappenerkrankungen anzugucken. Sind das vielleicht die Ursachen? Und es bringt nichts, Medikamente zu geben, zum Beispiel, wenn die Herzklappe, also ich nehme nochmal das Modell, wenn wir hier von der Herzklappe, von der Aortenklappe sprechen, wenn die verkalkt ist, dann bringt es mir wenig, die Medikamente zu geben, sondern dann ist es wie ein beim Auto oder bei irgendeinem mechanischen Gerät ein kaputtes Ventil und ein kaputtes Ventil muss ausgetauscht werden. Ja, na, dann sind wir ja schon bei den Herzklappen. Muss man dafür was schneiden? Also man kann schneiden. Ja. Also es gibt immer unterschiedliche Arten. Das Gute ist aber, wir haben viele Arten, Herzklappen zu therapieren. Das ist immer das Tolle, weil man kann immer dem Patienten was anbieten. Ja. Ja, also wenn man sagt, sie haben da einen Klappenfehler, dann sagt er, das möchte ich eigentlich nicht haben, ist immer nicht schön, aber das Gute ist wirklich, wir können den Patienten was anbieten. Und was können wir ihnen anbieten? Wir können für die etwas jüngeren Patienten die Herzoperationen anbieten. Das heißt, es muss schon, oder wir würden da schon empfehlen, weil die Daten sehr, sehr gut sind, eine Herzoperation zu machen und entweder eine mechanische oder eine biologische Klappe per Herzchirurg oder Chirurgin einzusetzen. Dafür braucht man eine Herz-Lungen-Maschine und den Brustkorb aufgeschnitten leider. Das ist natürlich für ältere Patienten, bei denen diese Erkrankungen häufiger auftreten, leider nicht immer möglich, weil das Risiko für diese Operation zu hoch ist. Das heißt, da haben wir für die Aorten-, Mitral- und Tricuspidalklappe katheterbasierte Verfahren, die teilweise im Team, teilweise auch von einer Disziplin durchgeführt werden, wo man entweder die Herzklappen repariert oder komplett ersetzt. Wie kommen die denn da ans Herz dann, ohne Schnitt? Ja, das Gute ist, wir haben immer große Gefäße in den Leiste und wir können, um nochmal zu gehen, für die Aortenklappe gehen wir meistens über die Arterien. Das heißt, das sind die Gefäße, die in der Leiste den hohen Druck haben. Das heißt, wenn man seinen Puls fühlt, das ist die Arterie. Mhm. Da gehen wir gegen den Blutfluss bis zum Herzen hin, ersetzen diese Herzklappe per Katheter. Bei der Mitral- und bei der Tricuspidalklappe machen wir es einen Tick anders. Da kommen wir über die Vene, also das Gefäß, was das Blut zurück zum Herzen bringt. Das heißt, wir gehen mit dem Blutfluss, gehen hier in den rechten Vorhof, gehen entweder direkt zur Tricuspidalklappe, weil die direkt dann vor uns ist, oder wir gehen über die Herzscheidewand zur Mitralklappe und können dort die Mitralklappe
behandeln. Das Ganze ist ein venöses System und hat nicht diesen hohen Druck. Und beide Verfahren, sowohl für die Aortenklappe als auch für die Mitral- und Tricuspidalklappe, sind auch gut geeignet für ältere Patienten. Ja, weil sie das Herz nicht stilllegen müssen. Vollkommen richtig. Genau, wir brauchen keine Herzlungenmaschine. Genau. Das Ganze funktioniert am schlagenden Herzen. Man kann bei allen Eingriffen, die wir dafür machen, die können wir alle ohne eine richtige Narkose machen. Der schläft nur, der Patient. Der schläft nur, der kann auch vielleicht auch mit mir reden. Uiuiui. Ja. Und ist das dann, gibt es dann noch einen Unterschied, wie Sie reparieren oder ersetzen? Es gibt unterschiedliche Arten, wie man das macht mit den Herzklappen. Man muss einerseits gucken, man muss fairerweise sagen, in den häufigsten Fällen, und darüber sprechen wir jetzt, ist die Aortenklappe verkalkt. Dieser Kalk hilft uns, eine neue Herzklappe einzusetzen. Das ist sozusagen, dieser Kalk ist der Befestigungspunkt oder Verankerungspunkt für die neue die Herzklappe. Die Dichtung quasi, ne? Der Ankerungspunkt, ehrlich gesagt. Dichtung, leider macht der Kalk uns auch mal ein bisschen undichte Herzklappe, aber er hilft uns erstmal, diese Prothese in der Position zu verankern, wo wir sie haben wollen. Da ist eine Verkalkung. Bei der Mitral- und bei der Tricuspidalklappe ist es etwas anders. Und zwar ist es dort häufig eine Undichtigkeit, also nicht eine zu enge, eine Aortenstenose ist zu eng. Eine Mitral- und eine Tricuspidalklappe sind undichte Herzklappen. Da gibt es in den meisten Fällen keinen Kalk. Und dann müssen wir was anderes machen. Dann sind die Segel nämlich, die es gibt, zum Beispiel an der Mitralklappe, haben wir zwei Segel. Und wenn die nicht mehr schließen, dann müssen wir die wieder zusammenziehen. Und da gibt es sogenannte Edge-to-Edge-Verfahren, nennen wir die. Das heißt, die ziehen die Segel wieder zusammen. Und kann es auch sein, dass man einen Herzschrittmacher braucht? Das passt ja irgendwie. Genau, es kann auch durch zu schnelle Herzrhythmen, zu langsame Herzrhythmen ebenfalls zu einer Herzschwäche kommen. Bei sehr langsamen Herzrhythmen setzen wir einen Schrittmacher ein. Und gerade bei Patienten, die eine schwache Pumpleistung haben, können wir eine Art speziellen Herzschrittmacher einsetzen, nämlich ein zusätzliches Kabel würden wir da einlegen. Das ist ein sogenanntes CRT-System, eine kardiale Resynchronisationstherapie, die dazu führt, dass dieser Herzmuskel besser stimuliert wird. Und gerade dieser linke Herzmuskel, der nämlich dafür da ist, also hier, wo der unser Motor für den ganzen Körper ist, der ist dafür da, um den ganzen Körper mit Blut zu versorgen. Und wenn der zu schwach ist und wir den stimulieren, haben wir mehr Blut für den ganzen Körper bereitgestellt. Und ist das so, wie groß ist so ein Herzschrittmacher? Merke ich da was davon? Also ich sage immer so, ein Herzschrittmacher ist ungefähr wie so eine Tic-Tac-Dose. Kennt, glaube ich, jeder. Den kann man sich so unter die Haut, meistens unter die linke Seite, unter das Schlüsselbein. Also jeder kennt sein Schlüsselbein, kann man da unter einsetzen. Es ist unter der Haut eingesetzt und hat zwei Kabel oder ein Kabel oder drei Kabel sogar, die dann zum Herzen führen. Und dort für die Herzstärke, die wir dann brauchen wir so ein CRT-Gerät. Und da brauchen wir dann immer ein zusätzliches Kabel, um halt auch diesen linken Ventrikel zu stimulieren. Und merkt man das, dass das Herz irgendwie anders funktioniert? Also man wird wahrscheinlich merken, dass es einem besser geht. Aber merkt man auch, dass das Herz was anderes macht? Also ein Stoß, oder? Genau. Die allermeisten Patienten merken nichts von diesem Ganzen. Das Einzige, wo man ein bisschen darauf achten muss, heutzutage haben wir so Induktionskochfelder, in den allermeisten Fällen ist das nicht relevant. Oh. Aber das sind so ein paar Sachen, die kriegt man sozusagen mitgeteilt, wenn man einen Herzschrittmacher hat, auf welche Sachen man achten soll. Die meisten Induktionsherde haben überhaupt kein Problem mit einem Herzschrittmacher. Auch die Sicherheitsfunktion des Herzschrittmachers ist immer gegeben, sodass wir uns da keine Sorgen machen brauchen. Mhm. Wie lange ist man bei Ihnen, bis es einem wieder besser geht? Das ist eine gute Frage. Wir müssen ja erstmal die Diagnose stellen. Und in den meisten Fällen ist die Diagnose in 1, 2, 3 Tagen gestellt. Ab und zu kriegt man es aber auch nicht so richtig raus. Dann braucht man ein bisschen länger. Dann kann man auch nochmal weg, muss vielleicht nochmal ein MRT machen. Das kann sozusagen im Verlauf kommen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir relativ schnell eine Diagnose haben und dann würden wir gleich auch versuchen, anfangen zu therapieren. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast.
Werden Sie gesund!